So, hier sieht man Zeit, wo die Potz entsteht. Also die Torres Riviera, die Dias ist dann woanders. So, mein Name ist Alexander Schutzer, Alexander Schutzer TV, mit dem Zweck Gemeinnützigkeit als Erbidus irgendwie da in die umzubringen. Diesmal ist es Cedar Hotel, was ich als Gründerwerbung natürlich nicht sagen darf, sondern ein bisschen Empfehlung. Cedar, da heißt es auf jeden Fall mit dem Namen. Also im Ort habe ich angegeben. Also ich sage auch mal noch so, dass es im November 2018 ist. Und versuche jetzt mal hier das Haftpflichtzeichen ein bisschen westlicher Welt klar zu machen. Und das ist dann das Haftpflichtzeichen ein bisschen östlicher Art. Ja. Das ist dann hier das Zeichen nicht in Bulgarien, das ist ja, das ist nein. Ja. Und das hier, naja, macht dann schon fast dann die Anverschaltung komplett. Also ich bin ja wirklich im Grundlagen der Hospitant, der zurzeit ein bisschen verschnupft ist, ja, oder ein bisschen was an Ohren hat. Ich bin wirklich liiert, ja, leider Gottes, aber man muss seine Sicherheit der Mutter mit zu ihrer letzten Urlaubsreise begleiten. Eigentlich war ja nur Polen, Südlussia, Südemünde geplant, und ist es nun mal wieder in der Türkei geworden. Zurzeit auf die Sekunde regnet es, ansonsten hat man schönes Wetter gehabt. Gott sei Dank, ich möchte mich nochmal an die Belegschaft des Hotels hier bedanken. Prima Service, immer freundlich und hilfsbereit, sehr verständnisvoll. Im Voraus kann man sagen, wirklich verfassungsrechtlich 1 plus mit Auszeichnung. Die Belegschaft im Hotel, aber leider Gottes außerhalb, ist hier nur doch mal was nicht als optisch ordentlich gewesen. Ich dachte schon, ich stelle mich hier unter Quarantäne, lasse mich ja gar nicht mehr nach Deutschland zurückfliegen, aber ich bin optimistisch, dass ich zurückfliegen darf, denn ich bin ja nicht irgendwo an einem gefährlichen Virus erkrankt. Zeugen einer Ambulanz in Ballerstadt Ort und Arzt des Vertrauens in Berlin, ja, und eine Frau Professor, die also umfassend zur Untersuchung vor 2, 3, 4 Wochen in der Stadt gefunden hat, im Universitätsklinikum in Leipzig. Vielen Dank für das Verständnis. Dann ist es jetzt hier als nicht der kleine, sondern der etwas größere Tollmusch. Das sind diese Fernreisebusse. Ja. Und dort halten, wo die Türme standen, zum Schild steht am Straßenrand. Kann man hier schon einiges abfahren. Zeit, das Museum of Zeit. Also haben wir doch schon gleich wieder einen Volltreffer gelandet hier. Am zweiten Tag mittlerweile. So, das ist ja auch ein Rangzeichen. Ne? Das ist ja halt ein Kämpferbogen von der Polka. Ne? Also die das damals so schon zusammengekriegt haben, dass das alles selbst heute noch steht. Dann. So, das sind die Restaurierungsarbeiten am der Tischische Tempel oder so. Das haben sie ja schon mal aufgestellt. Also sind genau wie in Ephesus bei Izmir hier in Cedar bemüht, mit vielen, vielen Steinchen, die sie ausgegraben haben, das alles Stein für Stein wieder zu rekonstruieren. Eine heilige Rekonstruktion.
ist jetzt zwar gegen nichts, aber hier ist nochmal in der Ferne zu sehen, dass es doch eine Riesenanlage ist, die ja sich nur hier bewegt. Wieder gegen den Uhrzeigersinn. Oh, nein, nein, sieh nicht, da, Honorar, hallo, hallo. Kohle, ja, Geld. Absolut, das kann ich nicht sagen. Du, was hat denn das so interessant? Nicht eine Sekunde. So, Hundswärter, der Hund da vorne ist auch schon fertig und ich hier mit leichter Krippe und Nase nebenhören. Verstopfung, Veralterung und so weiter. Gute Idee von meiner Frau Mutter, wenn man schon hier ist, dann macht man was. So, da ist wieder das Theater da hinten, im Rahmen und wie auch immer. So, jetzt also retour, hier ist der Strand. Wieder zurück zum Hotel zu kommen. Aber zum Mittag zu 13 Uhr werden sie es nicht richtig schaffen. So, also mal hier ein bisschen Schwenk immer wieder, dass man das Gefühl bekommt, man läuft ja ein bisschen mit. Schöne Bäumchen hier zu pressen, hier Palmen sind auch noch dabei. War wunderbar cool hier in der Türkei. Da ein Riesenareal hier, sieh, ne? Mein Gott, da haben sie auch noch zu graben hier. Die Stadt, Stein um Stein wieder zusammenzusetzen. Nicht mal guten Tag. Guten Tag, sie gibt auch noch nicht weiß, aber alles wird teuer. Der Tarif, der Tarifzonen. Schaffe ich so eine Dolmusch-Station, wenn das dann gut steht, einen großen Ding drauf. Lass mal sehen. Das sieht ja wieder nach ersten Badehäusern aus, ja, so ein bisschen. Ja. Das ist natürlich das Riesenproblem, das Wasser nicht nur von dem Meer heranzuführen, sondern auch vom Gebirge vielleicht heranzuführen. Ja, das sind dann so Wasserbrücken und so weiter und so fort. Also da muss man sich nochmal belesen, ist klar. Ja. So, das wird jedenfalls so eine römische Wasserstraße mal gewesen sein, so eine Brücke mit Wasserleitung drauf, über Kilometer von Kilometern da das Wasser heranzuholen, diese Badeanstalt mit Formalium, wie auch immer das Teil hier heißt, und immer nachschlagen, hier reingeraten, auf die Sekunde, zufälligerweise. So, the Agora Bad Museum, the Temple of Apollon und so weiter und so fort. Hier steht es geschrieben. Also ein Riesenareal, fast so groß wie Ephesus, habe ich schon gesagt. Bei Izmir, ein bisschen weiter weg von Antalya, Alanya, seit diesem Jahr. Istanbul, die Ecke, ne? Ein Riesenareal hier, muss man sich mal sagen. Eine Menge zu gucken.
mehr, kommt man zurück ins Hotel für 1,50 €. Hat noch einer hier. Ja, da muss man gucken, wo ein Dolmusteisen steht. Da stehen sie auf jeden Fall, man muss ranfegen irgendwie. So, wer sagt's denn? Für den Campingfreund hier noch ein Tipp. Istanbul Pension. Camping steht da drauf. Unmittelbar hier an diesem wunderbaren Museum Site. Ja. Wichtig ist Supermarkt gleich daneben. Und irgendwie kann man dann hier hinten in dem Dreh tatsächlich Camping machen. Kaum zu glauben. Hier. Istanbul Pension Camping. Bei den Campingfreunden.